Hallihallo und herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge Lotus Simulator. Schön, dass du wieder dabei bist zu den Top 2 der 5 beliebtesten Karten hier auf Steam. Ja, freue mich natürlich, dass du wieder einschaltest und wir sind heute auf einer Karte unterwegs. Wir kennen sie nur zu gut, denn ja, wir haben sie gebaut und da sind wir sehr, sehr stolz drauf, dass wir das auch eigentlich soweit eigentlich gut geschafft haben. Und ja, wir werden nochmal wieder ein bisschen in Erinnerung schwelgen, denn die Karte ist tatsächlich schon ein bisschen älter. Die ist mal vor einer ganzen Zeit irgendwie mal erschienen. Ich hoffe, das passt jetzt auch mit meinem Mikrofon so ein bisschen jetzt. Ich glaube, ich war letzte Folge noch ein bisschen sehr laut tatsächlich, aber das sollte jetzt hoffentlich wieder passen. Und dementsprechend fahren wir das Ganze hier heute mit einer absolut großartigen Kombination mit dem KT4D von BLV, der das Ganze natürlich umgebaut hat von Omsi zu Lotus. Wie gesagt, Originaltram hier bei Kartoffelphantom. Und dementsprechend, ja, werden wir uns das Ganze hier heute mal angucken und fahren von Malsdorf nach S-Bahnhof Köpenick. Dementsprechend sieht heute so unser Fahrplan aus und das werden wir uns heute nicht nehmen lassen. Wir werden mal so ein bisschen quatschen, was so alles passiert ist in der Zeit und ja, warum es eigentlich hier nicht mehr weitergeht. Dementsprechend, ja, hoffe ich, dass das jetzt hier soweit funktioniert. Ich muss mal gerade so drücken, Spiegel, ob der jetzt da ist, der perfekt ausgerichtet ist jetzt gerade. Und dementsprechend Schlüssel rein. So, jetzt muss ich erstmal wieder gucken, wie das Ganze hier war. Ich habe den schon längere Zeit nicht mehr aufgerichtet. Aufgerüstet, nicht aufgerichtet. Mhm. So, dann machen wir jetzt mal hier. So, Stromabnehmer sollte dann auch oben sein. Perfekt. Ja, das hört sich schon mal gut an. So, Außenbeleuchtung. Können wir hier Scheinwerfer anmachen. Türenfreigabe brauchen wir aktuell nicht. Und jetzt müssen wir allerdings mal gucken, wie war denn hier der Zielcode gewesen? Damals, ja, hatte man ja noch mit Zielcode gearbeitet. So, das ist die 062 mit... Route gibt es nicht. Ziel war hier dementsprechend 33. So, bestätigen das Ganze nach S-Bahnhof Köpenick. Wundervoll. Dementsprechend passt das Ganze so. So muss das Ganze ausschauen. Und ja, wir werden jetzt wie gesagt mal so eine kleine Runde drehen und uns dementsprechend so ein bisschen das Ganze in Erinnerung jetzt machen. Achso, ja stimmt, der war ja der Kamerabug gewesen, dass du ja nicht nach links rausgucken kannst, weil dann zeigt er dir das hier an. Bisschen schade, ich bin halt ein Mensch, benutze gerne die Tasten, um mich halt umzugucken, solange es halt nicht wirklich Tracker Air gibt oder Virtual Reality, ja, nehme ich dann immer gerne die Tasten dafür. Hab's dann nicht mehr leider geschafft mehr, denn irgendwie hier das Ganze dementsprechend anzupassen, dass du ja zum Beispiel auch Ansagen drin hast. Ne? Das ist natürlich ein bisschen schade, da habe ich dann an der FIS nicht mehr weitergearbeitet. Aber was soll ich sagen, Leute? Es ist natürlich großartig. Es war damals eine relativ coole Zeit gewesen. Es war halt damals der Startschuss gewesen, wo der Lotus Simulator dann erschienen ist. Und ja, wir uns das erste Mal dann halt angesetzt hatten, um einfach mal zu gucken, wie funktioniert das Ganze mit dem Editor. Und aus diesem kurzen Stück, was wir dann anfangs gebaut haben, ist dann halt das hier entstanden. Und das finde ich eigentlich eine ziemlich coole Sache. Wie gesagt, Nachfolgeprojektin war ja denn... die alte Waldbahn gewesen. Joe hatte sich ja ursprünglich denn dafür oder wollte sich eigentlich um die Karte dann weiter kümmern, hat es dann allerdings dann auch wahrscheinlich zeitlich nicht mehr gepackt, wahrscheinlich zu viele Fehler drin. Denn ja, dadurch, dass es natürlich auch die erste Karte war, waren wir natürlich noch ein bisschen unerfahren und ja, da ist natürlich dementsprechend der ein oder andere Fehler, der hat sich natürlich eingeschlichen, ja, oder auch viele andere Fehler. Aber es war halt damals das Ding gewesen, wir haben viele, viele Stunden mit dem Editor verbracht und ich bin eigentlich der Meinung, wir haben hier eigentlich das ganz gut getroffen, auch wenn es nicht original ist. Ich muss dazu sagen, dass ich auch die Kartendaten nicht dazu hatte, also ich habe mir das eigentlich alles nur so ein bisschen so zurechtgebaut, halt, so wie es halt ist und dementsprechend kann man hier eigentlich von einer fiktiven Karte reden. Ne? Also
Deswegen heißt sie ja nicht S-Bahnhof Köpenick, sondern Straßenbahn Forsthausen, weil es halt so ein bisschen angelehnt ist, da das mal ursprünglich mal so eine Linie war, wo ich früher halt auf der Strecke gewohnt habe. Und dementsprechend, ja, war es natürlich cool gewesen, das Ganze halt auch in den Lotus-Simulator halt mit einzubauen. Mittlerweile gibt's wohl, ja, ich weiß nicht mehr wie viele Teams, aber ich glaube, zwei oder drei Teams arbeiten mittlerweile auch an Köpenick, obwohl ich jetzt nicht weiß, ob sie es jetzt immer noch machen oder ob sie es halt schon wieder verworfen haben. Das weiß man halt nicht wirklich, denn angekündigt hatte man das mal, aber dann auch wieder dann doch nicht. Und dann, ja, das ist natürlich dann alles so ein bisschen kreuz und quer und keiner weiß dann mehr, was der andere denn tut. Und tja, so ist es dann halt, dass man halt dann wirklich nie davon ausgehen kann, ob man das jetzt nur noch existiert, ob da noch irgendwas kommt oder so, ne? Oder halt nicht. Solange das halt nicht ist, ne, ist Straßenbahn Forsthausen eigentlich die einzige Alternative, um so ein fiktives Köpenick halt zu bekommen. Wie gesagt, natürlich sind hier mega viele Fehler drin. Auch hat sich die Lage mittlerweile ein bisschen verändert, so wie das ja halt alles in Köpenick halt auch ausschaut. Ja. Keine KI-Fahrzeuge mit drin, ne, obwohl meine privaten Fassungen, die ich hier zu Hause habe, da fahren schon zumindest rund um Köpenick dann schon wieder KI-Fahrzeuge rum. Also das ist schon halt, ne? Also man könnte, wenn man wollte, das ist halt das Problem, dass mir persönlich es halt einfach keinen Spaß macht mehr, für die aktuelle Community noch irgendwas zu bauen. Wir hatten uns ja damals mit dem Video, ich glaube, haben wir uns nicht wirklich viele Freunde gemacht, wo wir mal so ein bisschen so rund um Lotus gesprochen haben, was wir persönlich ein bisschen schade finden, dass das halt alles nicht in Ordnung ist, dass es aber nicht von Lotus her selbst kommt, was jetzt nicht jetzt heißt, dass ich das ganze Video jetzt eigentlich jetzt kaputt rede, weil es stimmt schon, also Lotus selbst, ne, die könnten halt doch deutlich mehr an Informationen rüberkommen lassen. Aber der zweite Punkt, den ich halt auch versucht habe, in diesem Video halt anzusprechen, war tatsächlich gewesen, dass die Community mittlerweile so, ja, verfahren ist, so eingefahren ist, ja, dass es nur zwei, drei Leute gibt, die wirklich bauen können. Der andere Rest, der baut einfach nur Schwachsinn. Und wenn du halt dementsprechend irgendwas gemacht hattest, ihr habt es ja vielleicht mitbekommen, der ein oder andere, der bei uns da mal im Stream dabei war, wo wir versucht hatten, nochmal eine neue Karte zu starten, ja, das wurde dann kaputt geredet. Ja, da kamen dann so eine dumme Kommentare wie, wir haben versucht, eine stylische Treppe zu bauen halt aus Bürgersteig, ja, damit es halt mal ein bisschen so Anhebung und alles was gibt. Ja, und dann kann man mit so dummen Ausreden wie, ja, das ist ja nicht EU-konform und alles sowas. Also, so eine Leute hast du denn bei Lotus drin. Und dann vergeht dir halt leider mega die Lust daran, dann irgendwas noch für diese Community dann halt noch zu erstellen. Es ist natürlich das Problem, wie es wahrscheinlich in vielen anderen Sachen halt auch gibt, dass das vielleicht eine kleine Zahl ist. Ja? Das sind dann vielleicht 10% von 100. Ja, die sich denn hier so aufmuckieren. Und die 90%, die kriegst du natürlich ab, ja, die sich denn zum Beispiel darüber eventuell gefreut hätten, wenn es hier mal ein neues Update gegeben hätte. Ja, kann ich absolut nachvollziehen, aber wenn du dann halt schon in einem Stream dann schon so blöde angemacht wirst, hast du halt einfach keinen Bock mehr. Und deswegen war es auch der Grund gewesen, warum wir ursprünglich dann jetzt auch gesagt haben, wir machen keine Baulivestreams mehr hier auf ÖPNV-Simulationen. Wie gesagt, die Karte entstand ja damals ja noch unter MicroHazard TV und wo wir das Ganze ja damals gebaut hatten, war ja Lotus immer noch da neu und da war es ja alles in Ordnung. Aber mittlerweile, ja, hast du denn hier diese drei, vier Vollpros, ja, die halt die Besten sind, die die Karten bauen können. Und dementsprechend, ja, haben die natürlich mittlerweile auch Anhänger, ja, die dann natürlich das alles aufschnappen, was der zu sagen hat und dann tragen sie es halt einfach weiter, ja. Also so einen richtigen Kinder halt. Nett formuliert. Und naja, dementsprechend, ja, baue ich persönlich keine Sachen mehr für den Lotus-Simulator. Ich baue keine Strecken mehr. Objekte nur noch für Leute, die jetzt irgendwas benötigen. Selbst stelle ich nichts mehr öffentlich. Weil ich das halt, das können die drei, vier Top-Leute machen, die da
die sich ja als Vollpros beschimpfen, die können das gerne machen. Die können dann die Leute dann mit Karten versorgen oder sowas. Aber mich haben sie halt damit rausgekrault. Und ich war nicht so gewesen, dass ich nicht kritikfähig bin. Ich habe damals Kritik bekommen, zum Beispiel, wenn ich es gerade sehe, jetzt so also in der Oberleitung. Ja, da hatte ich damals halt noch nicht so viel Ahnung, dass das Ganze so hin und her gehen muss halt, ne. Hab ich denn alles umgesetzt, ja, weil dann so eine dumme Sachen, dann halt sich darüber aufzuregen, von wegen, das ist nicht EU-konform. Was ist denn Lotus? Lotus ist auch nicht EU-konform, ja, also da geht's doch schon mal los dann halt, ne. Das ist halt mega schade, weil ich glaube, die Leute, die die Karte vielleicht doch ein bisschen gefeiert haben, denen hätte es gefallen. Ja, wenn da vielleicht jetzt ein neues Update kommt, wenn jetzt hier zum Beispiel Fahrzeuge fahren würden oder sowas. Es ist nicht so, dass die Karte nicht mehr existiert. Ich habe es tatsächlich noch alles da, ich habe es gefunden noch. Ich könnte auch von dieser Version jetzt her, könnte ich jetzt hier nochmal ein Update starten. Aber meine Version, die ist schon ein bisschen weiter, weil ich halt schon versuche natürlich so realistisch wie möglich dann halt auch nachzubauen. Dementsprechend sieht auch mein Köpenick schon deutlich anders aus, als wie es jetzt hier in der aktuellen Version jetzt hier aussieht. Ne? Und wie gesagt, da fahren zum Beispiel schon die KI-Fahrzeuge, die Straßen sind deutlich breiter geworden. Die Straße hier zum Beispiel, so was so eine kleine Nebenstraße ist, ist deutlich enger geworden und so weiter und so fort. Ja, Häuser wurden schon ausgewechselt, ja, dass es halt nicht nur der Standard-Content ist. Ja, also da sind wir natürlich dran. Und da war ich dran gewesen halt noch. Und ja, jetzt ist halt der Punkt, dass mir da die Lust vergangen ist und ich dementsprechend halt nichts mehr groß dazu gemacht habe. Huch. Ach, so sah meine Haltestelle aus damals. Ja, großartig. Das ist die Tankstelle hier am Rütschiner Damm. Ach, Mann. Damals musste man sich noch selber zu helfen wissen hier, wie man so eine Tankstelle hier baut. Ja. Also wenn du dich natürlich dann auch nicht mit Objektbau auskennst oder sowas, ja, dann macht sich so ein bisschen erfinderisch halt so. Aber ich fand, für damalige Verhältnisse war diese Karte schon extrem weit fortgeschritten. Weil sie halt schon mit Details halt ausgestaltet worden ist. Und tatsächlich muss ich sagen, die Performance ist richtig gut geworden. Ich weiß noch, Straßenbahn Forsthausen war so eine Karte gewesen, die hat teilweise Lotus schon immer so ein bisschen in die Knie gezwungen hat. Und wenn ich mir das Ganze jetzt so angucke, wir haben hier durchgängig flüssiges Bild halt, ja. War ich damals stolz gewesen auf diese Karte. Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, wie gesagt, bei der alten Waldbahn genau das gleiche, obwohl die alte Waldbahn hatte ich eigentlich schon beendet gehabt. Das war ja einfach mal so ein kleines Nebenprojekt, was ich ja noch so am Laufen hatte. Da hat es auch wirklich nicht lange gedauert, bis die Karte fertig war. Aber Straßenbahn Forsthausen ist wenigstens schön, wie gesagt, zählt zu den Top 2. Nicht die beste Karte, aber hey, was will ich mehr? Bin schon unter den Top 3 drin, ne? Und ganz ehrlich, da darf man denn auch nicht meckern. Ich werde mal gucken, dass ich das vielleicht dann einmal im Jahr mache, dann irgendwie, dass man dann hier halt immer diese Top 5 rauskramt, vielleicht dann auch irgendwann mal Top 10, wenn es genug Karten gibt. Ja, aber aktuell, seht ihr ja selber, was aktuell auf dem Markt ist, ist schon recht überschaubar, kann man eigentlich heute sagen. Ja. Dann müsste man halt immer noch die Jahreszahl vielleicht dahinter schreiben, damit das Ganze dann dementsprechend dann auch passt. Zu schnell rausgeschossen hier.
So, die Türen auf. Wie gesagt, ich war auch der Meinung, es war auch damals, wo sie erschienen ist, neben einer anderen Karte, aber mit einer der längsten Karten, die es so gab. Die halt auch schon komplett ausmodelliert halt war. Wie gesagt, so Karten, die wirklich lang waren, davon gibt es genug halt, ja, aber da ist dann halt nichts ringsherum fertig gebaut gewesen. Da fährst du halt teilweise ins Leere. Das ist natürlich schon ein bisschen. Wie gesagt, so 100% haut es natürlich nicht hin. Aber wie gesagt, ich hatte ja auch nicht so einen Kartenuntergrund gehabt, wie man es heute mal machen könnte. Ja, damals kannte man sich halt mit diesen ganzen Thematiken halt noch nicht aus. Da hast du hier so ein bisschen freie Schnauze gebaut. Und merkt man dann natürlich auch, wenn du von Haltestelle zu Haltestelle jetzt fährst, dass es teilweise echt eng aneinander liegt. Aber wie gesagt, sonst, ja, wirklich große Hilfen hat es nicht. Und Gebäudebau damals war, glaube ich, hier noch gar nicht der Fall gewesen. Ich hätte zum Beispiel meine eigenen Objekte hier irgendwie benutzen können. Jetzt mittlerweile geht's. Jetzt könnte ich natürlich meine eigenen Objekte oder ich glaube, in meiner neuesten Version, die ich habe, die so die privat halt ist, da existieren halt schon oder da sind schon die neuen Sachen halt schon, die ich selber gebaut habe, auch schon drauf halt, ne? Hier zum Beispiel haben sie alles komplett aufgerissen gehabt und haben die komplette Haltestelle hier komplett neu jetzt gemacht gehabt. Hier in Malsdorf Süd. Wie gesagt, das haben die hier komplett neu gebaut, hier alles. Hätte man jetzt alles wieder umändern müssen. So. Machen wir mal ein Bildchen davon. Oh, wir haben schon wieder Fahrt. Das ist großartig. Lädt er hier gerade irgendwas nicht? Welche Bäume, wa? Ah, jetzt hat er sich gefangen. Ja, hier Gras vom BLV, welches halt nicht mehr existent ist. Ja, wenn du es natürlich nicht mehr drauf hast, dann wird es einfach nur noch schwarz angezeigt. Großartig. Findest natürlich auch nicht mehr zum Runterladen. Tja, so ist der Steam Workshop. Genauso wie wir vorhin bei der BSR zum Beispiel nur schwarze Container gesehen haben. Die Container gibt es nicht mehr. Tja, dann hast du halt schwarze Objekte. Das ist halt so, wenn du Steam Workshop benutzt halt. Uiuiui. Was ist los, Lotus? Aha. Zum Beispiel jetzt hier an der Ecke, ja, haben die das Edeka komplett neu gebaut. Das ist jetzt ein Riesenteil. Früher war es so ein, fast sagen, so ein kleiner Konsum, verstehst du? Jetzt haben die da so schon fast so was Zweistöckiges da reingebaut. Also das ist schon. Ja, das müsste man jetzt natürlich dementsprechend alles anpassen. Und in meiner neuesten Version sieht es hier natürlich auch schon komplett anders halt aus. Ne? Das ist hier alles. Komplett niedergerissen. Hier sind schon die komplett neuen Gebäude hier halt, alles schon platziert und alles was. Ja, also die Straßen hier, die fahren wirklich schon Fahrzeuge lang hier. Ja? In meiner neuen Version halt so. Aber naja. Was nicht sein soll, soll nicht sein. So cool hier mit dieser Neigung hier. Wurde ja auch kaputt geredet. Aber das ist es halt, ne? Du kannst halt nicht allen recht machen.
Nicht jeder mag den Baustil vielleicht. Und wenn das jeden recht machen könnte, dann wäre es großartig dann halt. Ja, dann, ich glaube, dann hast du alles richtig gemacht, aber gibt ja sogar die Top-Karten, ja, die halt, wo auch Leute immer noch was zu mäkeln haben. Das ist halt so. Ah, schöner Kaffee. Das war hier damals eines der geilsten Bilder gewesen, die ich hier jemals gemacht habe für den Lotus-Simulator hier. Das Ganze hier mit der Baustelle hier, das sieht so edel aus. Wie gesagt, hier habe ich auch schon alles komplett umgebaut, abgerissen. Jetzt hast du ja mittlerweile auch dann wirklich hier die Haltestelle, halt also neben der Straßenbahn. Hier musstest du jetzt ja die Straßenseite wechseln. Hier hast du auch richtig die Köpenicker Brücke halt, ne, wo die halt die S-Bahn oben drüber fährt und alles was, ne. Die Häuserblinds, die sind teilweise hier verschwunden. Hier sind dann schon die richtigen Gebäude mittlerweile. Auch hier drinnen hat sich hier alles verändert. Die Straßen sind halt ein bisschen enger beisammengerückt und alles, was, wenn du das Ganze hier halt anschaust, die waren teilweise diese Nebenstraßen extrem zu breit. Guck dir mal an hier. Ja, da ist so eine Nebenstraße hier breiter als hier, wenn du hier unten lang fährst. Ja, also, das ist natürlich alles angepasst hier. Ja, das habe ich. Vielleicht müsste man mal ein Video dazu einfach mal machen, so Vergleich, so wie es damals jetzt halt, also wie es jetzt hier in der aktuellen Version aussieht und wie ich das Ganze jetzt so umgebaut habe. Müsste man mal gucken, ob man da irgendwie mal ein Video zu macht. Falls dem einen oder anderen das eventuell interessiert, dann kann er ja da gerne mal in die Kommentare posten, ob ihr das wissen wollt, sehen wollt. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Kann ich verstehen. Denn die zwei, drei Map-Ersteller, die wir haben, die sind großartig. Gibt keine besseren Karten dafür. Auch hier natürlich, hier hat sich alles verändert, ne? Weil wie gesagt, hier hast du ja eigentlich diesen Hang, ne? Wo er oben die S-Bahn entlang fährt hier, ne? Und dann hast du ja da drüben einen die andere Seite halt, ja, du würdest es so gar nicht sehen, weil hier, wie gesagt, halt der S-Bahn-Hang wäre. Auch das ist halt komplett alles umgebaut halt. Aber wirklich weit vorangeschritten bin ich halt noch nicht, weil, wie gesagt, mir dann noch irgendwann die Lust ausgegangen ist, wenn man dann so mal so diese ganzen dümmlichen Kommentare mal anhören muss. Und wie gesagt, einen Stream, seht ihr ja selber, haben wir schon Ewigkeiten nicht mehr gemacht gehabt hier. Tatsächlich muss ich sogar sagen, ich glaube, ich habe sogar die Baulivestreams, die wir hatten, die habe ich sogar alle gelöscht mittlerweile. Weil es halt da nicht mehr weiterging, ne? Naja, das ist wie gesagt Top 2 der Top 5 Karten, die es aktuell auf Steam gibt, die aktuell unter den bestbewertetsten Karten drinstehen. Ja, Straßenbahn Forsthausen mit. Ja, S-Bahnhof Köpenick oder Hürthestraße nach S-Bahnhof Mahlsdorf. Ja, leider wie gesagt, auch für tot erklärt, kann man eigentlich schon fast sagen. Also wieder eine Karte, die ja seit dem Release mal ein, zwei Updates bekommen hat und dann nie wieder angefasst wurde. Das ist natürlich mega schade. Ja, könnte hier natürlich das Ganze jetzt richtig schön ausbauen. Aber wie gesagt, es sind ja auch schon wohl Leute an Köpenick dran. Man weiß halt noch nicht, wie weit das Projekt vorangeschritten ist, ob das Projekt überhaupt noch existent ist. Ja, da können wir uns ja gerne mal schlau machen drüber. Ja, aber sonst ist das hier eure einzige Alternative, wenn ihr mal in Köpenick fahren möchtet. Im fiktiven Köpenick. Damit verabschiede ich mich. Lasst gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Würde ich mich mega drüber freuen. Und sonst sehen wir uns hoffentlich hier nächste Folge wieder zur Top Nummer 1 hier von den bestbewertetsten Karten hier für den Lotus-Simulator. Damit verabschiede ich mich, bedanke mich, dass du dabei warst und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.